Leute, wir gucken wieder zusammen ein paar YouTube-Shorts. Unsere Aufgabe am heutigen Tag, die Lava zu überwinden. Ja, mit... Okay, mit 30? War doch gut. Mit 20? Hä? Ich dachte, die kann man nicht steuern. Mit 16? Okay, je jünger man wird, umso krasser ist man. Mit 12? Ja, okay, alles klar. Genau, mit 10 baut man so eine komische Maschine. Ist das so? Mit 3. Hm, klar. Junge, mit 3 habe ich mir in die Hose gekackt. Ey, kackt man sich mit 3 noch in die Hose? Ich schon. Oh. Was war das am Ende? Was ist das? Eine Frucht? Nee. Ach, diese... diese Bälle, Orbis oder so, wie die heißen. Wenn man denkt, dass niemand zu Hause ist. Hallo, ich bin wieder da. Hallo? Mama? Jemand zu Hause? Jackpot! Die 6 in Mathe erzähle ich meinen Eltern gar nicht. Die checken das eh nicht. Interessant! Junge, Mutti hat direkt den Schlappen zur Hand. Wenn man alles auf seine Geschwister schiebt. Boah, was ich immer gemacht habe, das war echt mies. Mein Cousin und ich haben das immer auf den Hund geschoben. Seine Eltern haben uns das nie geglaubt. Aber wir haben, ja, weil wir haben im Wohnzimmer bei denen so mit so einem Ball gespielt. Die hatten da so eine kleine Art Bar, wo so alkoholische Getränke standen. Also die Flaschen davon. Und dann haben wir in der volle Kanne drauf gebetzt. Alles ist runtergefallen. Ja, der Hund hat uns geschubst. War so eine lame Ausrede. Scheiße. Komm mal her, Jimmy. Setz dich mal kurz hier vorne hin, okay? Okay. Das ist so Mama! Mies. Was denn? Guck mal, ich bin gerade erst hier in den Raum reingekommen und schau mal, was Jimmy gemacht hat. Oh nee, okay, das kann nicht wahr sein. Das war meine Lieblingstasse. Das ist kaputt gemacht. Jimmy, du bist viel zu tollpatschig. Du kommst jetzt mit und eine Woche Fernsehverbot. Raus jetzt hier. Auch da muss ich mich wieder fragen, ist das wirklich so? Verrät man seinen eigenen Bruder? Mama, ja? Ich muss dir was sagen. Was denn? Jimmy hat ja diese Tasse kaputt gemacht und er hat ehrlich gesagt letztens auch meinen Controller kaputt gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Jimmy, so, wir kaufen jetzt sofort neuen Controller. Und zwar von Jimmys Ersparten. Komm jetzt. Okay, komm. Tut mir leid, ich weiß, ich schmor in der Hölle. Nee, der muss doch was sagen. Alter, das ist ja voll easy. Was? So, Junge, das fühle ich so hart. Oder kennt ihr das, wenn ihr in der Arbeit irgendwie so hochguckt und alle sind so mega am Schreiben und ihr denkt so, Alter, Scheiße. Die sind alle, die wissen's. Und du denkst dir so... Geodreieck, ey. Schneide. So, wieso schneidet ihr das mal? Oh nein. Ja gut, das ist jetzt ein Apfel. Was? Wieso schneidet ihr den Apfel? Pardo, was ist da los? Herr Axler, ich glaube, ich habe den falschen Test bekommen. Oh, zeig mal. Nee, das ist der richtige. Der letzte Trick ist nicht von dieser Welt. Oh, ist irgendwo in Tirol, ne? Ah, da steht Innsbruck. Aber ist das nicht Innsbruck? Weil da steht Crankworks Innsbruck. Ah, das ist Erik Fettko. Kenne ich leider nicht, aber Junge, du bist eine Maschine. Da, Tirol. Das ist schon sick. Die dunkle Wahrheit hinter Maxify. Schauen wir uns Maxis Kanalbanner einmal genauer an, stellen wir fest, dass er auf allen einen Dino-Anzug anhat. Mhm. An diesem Anzug fällt uns allen natürlich so... Ja, der tut immer so unscheinbar, aber der hat's faustdick hinter den Ohren, ich sag's euch. Das ist ein Kranker. ...vor der rote Innenteil auf. Rot. Herzen sind rot. Liked man ein TikTok, wird das Herz an der Seite auch rot. Aha. Auf Maxis TikTok-Account finden wir wieder einen Dino. Zufall? Ich denke nicht. Folgen wir dem Link in der Beschreibung, gelangen wir zu seinem YouTube-Kanal, welchen er am 15.07.2012 erstellt hat.
Oh ja, das ist kein gutes Zeichen. Warte, dieses Datum kennen wir doch. Genau an diesem Tag erschien die 22. Episode der 4. Staffel von Star Wars The Clone Wars mit dem Titel Rache. 22 und 4 ergeben 26. Maxify ist 26. 6 minus 2 ergibt 4. Das vierte Wort von Star Wars The Clone Wars ist Clone, was übersetzt Klon heißt. Und damit ist es allen klar. Maxify ist ein geklonter Dinosaurier, welcher Rache auf uns Menschen ausüben will. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Oh! Ach, wir sind wieder 90. Gehen drauf mit 40. Easy. Ja, was war da mit den Bären los? Alter. Ja, genau. Alles klar, Junge, wie der abgeht. Ich frag mich, wie lange man da trainieren muss. Also wie viele Tries, Alter. Zack. Das ist einfach krass. Ja, genau. Junge, das ist krass. Ich habe eine 1,5 Liter Flasche Fanta. Oh, achso, er muss jetzt so tun, als wenn das Pflanzendünger ist. Okay. Lüge oder Wahrheit? Okay, lies mal eine Zutat vor. Zutaten? Ja, die dritte Zutat. It was at this moment. Malgan. Malgan. Warte, ist es eine normale Fanta oder eine Funka Mango oder Exotik? Eine Funka Mango oder Exotik? Digga, was eine Lüge! Digga, nein, warte. Es gibt zwei Namen. Es steht Fanta Limon drauf und Fanta Zitrone. Welche Farbe hat sie? Hellgelb. Du machst es zwar gut, aber ich würde trotzdem sagen, es ist eine Lüge. Es ist Pflanzendünger. Was ist denn Malgan überhaupt? Ich zeige euch die dicken Karren der Paris-Stars. Fangen wir direkt mit dem Keeper an. Donnarumma kommt mit diesem Flitzer um die Ecke gefahren. Ferrari oder was, ne? Ein wirklich mega geiles Auto. Bei Mbappé sind zwei dieser Benz Kolonne gefahren. Wir reden hier von einem einfachen Training. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Diesen G-Klasse. Mercedes feiere ich mega. Ja, Ferrari sieht schon geil dagegen aus. Mag es ein Ticken sportlicher, aber auch ein sehr geiles Auto. Ah, das ist, glaube ich, der GT63 oder so, ne? Es gibt jetzt eine noch größere Sicherheit, dass der Ozean von Enceladus bewohnt ist. What? Was redet der da? Und was sind denn Enceladus? Gibt es Aliens auf Enceladus? Was ist denn Enceladus? Wo liegt Enceladus? Komm mit. 1997 startete die Raumsonde Cassini auf den Weg zum Saturn, um mehr über seine 82 Monde zu erfahren. Dabei zeigte sie schnell, dass vor allem einer davon besonders interessant ist, der Eismond Enceladus. Er ist zwar im Vergleich zu unserem Mond deutlich kleiner, aber unter seinem kilometerdicken Eispanzer befindet sich ein unterirdischer Ozean mit CO2 und großen Mengen organischem Methan. Das reichte vielen schon zur Annahme, dort muss es mikrobielles Leben geben und neue Messdaten setzen da jetzt noch einen drauf. Offenbar gibt es dort auch große Mengen an gelöstem Phosphor, welches über hydrothermale Quellen abgegeben wird und unter ähnlichen Umständen ist einst auch das Leben auf unserer Erde entstanden. Wie kommen wir jetzt unter diesen Eispanzer? Ja, weiß ich nicht, Diggi. Oh nein, wir sind wieder... Warum kriegen wir das denn? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Der macht so mit dem Schneeding immer so... Ja. Oh, wie süß das Baby. Ey, Luca. Wenn du den hier jetzt triffst, bin ich für immer mit dir zusammen. Boah, Peter, kochst du heute Fischstäbchen? Ach, ich wollte schon lange mal wieder was für uns kochen. War aber eine Höllenarbeit, die so zuzubereiten. Danke für den Tipp. Oh, ich verstehe es nicht, aber die Fischstäbchen sind ja gar nicht offen. Fischstäbchen? Ja, was kochst du denn? Was ist da drin? Was hast du genommen? Peter? Was hat er... Ich dachte, du meintest... Hä? Oh nein! Ich wusste nicht, ich hab's nicht verstanden! Alter Goldfisch. Eine Frage, die mich ewigst lang hart getriggert hat. Wir waren zwischen 1969 und 1972 auf dem Mond und dann nie wieder. Alter, das ist 50 Jahre her. Warum hat man dort nicht in der Zwischenzeit eine Mondbasis aufgebaut? Der Mond ist nicht so chillig, wie wir denken. Im Gegenteil, er ist absolut lebensfeindlich. Er hat nämlich keine Atmosphäre, also keine Lufthülle, die toll. Vor Asteroiden oder der Sonne schützt. Scheint sie auf dem Mond, haben wir auf der Oberfläche 130 Grad plus. Ist er im Schatten der Erde, haben wir 160 Grad minus. Außerdem ist die kosmische Strahlung mit 60 Mikrosievert pro Stunde 200 Mal... Aber auf Mars wollen wir, oder nicht? So hoch wie auf der Erde und wirklich nicht gut, wenn man länger dort sein möchte. Dazu gibt es teilweise meterhohe Schichten aus Mondstaub, sogenanntes Regolith, welches elektrostatisch aufgeladen ist und sich deshalb an alle Objekte heftet. Dadurch könnten einige ungeahnte Probleme auftreten. Um all diese Schwierigkeiten zu lösen, muss extrem viel geforscht und getestet werden. Und das kostet extrem viel Geld. Die NASA hat ein jährliches Budget von 23 Milliarden Dollar. Das ist...
ist gar nicht so viel, ne? 23 Milliarden. Die Tesla liegt jedoch bei 715. Ja, ja. Also das ist schon krass. Dann gehen wir doch lieber auf den Mars, oder? Drei YouTuber, die in Sam vs. Wild müssten. Das wäre einfach viel zu witzig. Platz Nummer 3 ist ganz klar Montana Black. Also im ersten Moment denkt man natürlich, okay, Monte hat es nicht wirklich was mit Survival zu tun. Würde der überhaupt lange aushalten? Ja, aber das wäre ja das Interessante. Das war ja bei Knossi auch, wo man sich gefragt hat, so, yo, wie schafft er das? Und am Ende muss man sagen, also ich finde, er hat abgerissen. Aber er hat selbst gesagt, dass er da Bock drauf hätte und ich denke, seine Willenskraft würde es am Ende ausmachen. Er würde zumindest safe die 7 Tage durchziehen. Wer jetzt reinfolgt, würde es auch packen. Platz Nummer 2 ist eindeutig Trimax. Ja, Trimax hat auch jetzt Nerd in the Dirt. Stellt euch einfach mal vor, wie unser NPC Clash of Clans Org alleine im Dschungel wäre. Das wäre mit das Witzigste, was ich jemals gesehen hätte, glaube ich. Und Platz Nummer 1 muss natürlich unser Öko-Freund ungespielt sein. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, er würde sogar echt weit kommen. Simon hat einen Willen und Simon ist ein Verrückter. Simon ist ein Verrückter und der zieht das durch. Da habe ich gar keinen Zweifel. Ich glaube nicht, dass der aufgeben wäre keine Option für ihn. Also von den dreien würde ich sagen, dass Simon das am krassesten macht. Weil der ist verrückt. Der ist bei uns in so mies. Simon hatte ja damals im YouTube-Haus einen Schlüssel zu unserer Wohnung. Und manchmal ist er so nachts rübergekommen, der Verrückte, und hat so Brot geklaut. Oder ist bei Revi ins Zimmer gestürmt. Ah, der Boy, Alter. Bilder, bei den Leuten ihren Job aber ganz schlecht erledigt haben. Dieser Osterhase ist ein Meister der Tarnung. Da hatte jemand gar keinen Bock mehr auf seinen Job. Da muss man sich wohl entscheiden, welches Fach man zuerst aufmacht. Einfach nur warum. Warum? Überall sind Harry Potter-Köpfe, aber wenn man es nicht direkt beim ersten Versuch schafft, hat man noch ein paar Retries. Was ist? Wir vor allen Dingen, das war Plastik. Wenn man bei McDonald's versucht, einen Cheeseburger ohne Käse zu bestellen, sieht für mich jetzt nicht so barrierefrei aus. Das hält bestimmt noch. Chillig. Moin, Leute. Heute ist irgendwas Stimmt, anders. Da war ich am Nürburgring. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, was. Einerseits ist das, glaube ich, nicht mein Aufnahmezimmer. Und andererseits habe ich das Gefühl, dass ich gerade in einem Wohnmobil sitze. Meine Damen und Herren, ich hatte es ja schon so ein bisschen angekündigt. Da bin ich mit Peter, sind wir C63S oder so gefahren. Auf dem Nürburgring. War cool. Drei legendäre YouTuber-Intros, die nur die wahren OGs noch kennen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr alle noch kanntet. Platz Nummer 3 ist das damalige Intro. Ah ja, das 1000. Ja, ja. Das war ein geiles Intro. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Intro sehe, muss ich einfach an die gute alte Megaprojektzeit zurückdenken. Das war einfach nur legendär gewesen. Fast so legendär wie du, wenn du jetzt reinfolgst. Platz Nummer 2 belegt Iplali. Was hat der Iplali? Ja, das Intro kenne ich. Also das Intro hatte er zwar nicht so mega lange drin, aber trotzdem gibt es mir einfach nur die miesen 2011-Mann. Ja, genauso nee, da habe ich Simons mehr Gefühl. Und Platz Nummer 1 kennen wahrscheinlich nicht so viele Leute, aber für mich ist es auf jeden Fall das Intro von InScope. Hat er das nicht immer noch? Ah, doch. Aber, also das war aber, glaube ich, noch seine COD-Zeit oder so. Pinguine sind psychisch, wie du gleich verstehen wirst. Wenn das Baby eines weiblichen Pinguins stirbt, versucht sie heimlich ein anderes Kind zu kidnappen. Yep, das ist ein Baby, das von verrückten Weibchen verfolgt wird, die versuchen, es zu entführen, während seine Eltern weg sind. Das Motto bei Pinguinen ist nämlich, wer jagen geht, verliert sein Baby. Du weißt vielleicht, dass Pinguine Paare fürs Leben bilden, aber was du vermutlich nicht wusstest, ist, dass sie nicht immer treu sind. Pinguine betrügen ihre Partner gnadenlos, wann immer ihnen danach ist. Na klar, warum auch nicht. Das führt natürlich zu Groll zwischen vergangenen und zukünftigen Liebhabern. Und hier noch ein paar Infos als kleinen Sympathiebonus. Delia-Pinguine, Adelie-Pinguine, wie auch immer die ausgesprochen werden, quälen ihre Jungen und die von anderen. Ja, Pinguine sind scheinbar nicht ganz so nett. Ich hoffe, das Video war aber nett. Dankeschön.